Oh Leute, was geht ab, Latonje? Wir fangen das Video an mit einer Kokoball-Quest. Lange nicht mehr abgeholt wegen dem Bonus, Staubbonus. Schade, keine Zeit gehabt, um die Umwege zu machen. Aber heute sind hier auf der Route, auf der Farmroute, 4 Kokoball-Quests. Die werde ich mir natürlich gönnen. Aber der erste war schon mal ein Fail. Okay Leute, ich habe 2-mal die Quest erfüllt. Schauen wir mal. Ist halt mitten in der Innenstadt, ist so voll und so laut. Schon mal nicht shiny und leider auch nicht 100. Aber wie viele von denen haben wir schon gemacht? Leider Doppel-Nein. Junge. Ihr seht es zwar nicht, weil ich nicht rangezoomt wurde, aber das war ein Setup, was ich für meine Videos bräuchte. Krasser Gimbal. Damit werden wir echt professional, Mann. Wir nehmen hier einen Gaikwaza-Raid mit. Ihr wisst Bescheid. Wir machen nur unseren Tages-Raid, weil ich habe keine Pässe mehr. So, schauen wir mal. Und es ist überraschend heiß. Wetter sah eigentlich nach so Regen und sowas aus. Gestern Nacht auch richtig gestürmt, aber irgendwie ist es wieder heiß geworden. Leider nicht so gut, aber auch kein Shiny. Schade. So Leute, kleines Update nach 2 Runden. Ich bin jetzt kurz vor 6 Millionen Sternstaub. Ich wollte noch die Statistik von letzter Woche durchgehen, also der Sternstaubwoche. So, blende ich mal hier nebenbei ein. Gelaufen bin ich 159,8 Kilometer. Ist nicht mein Rekord, auf der Deutschlandtour bin ich etwas mehr gelaufen. Gebrütet habe ich 386 Eier, was halt heftig ist, weil ich habe gesamt, glaube ich, 3600 oder so gebrütet. Also ungefähr ein Zehntel davon habe ich einfach während der Woche hier gemacht, die ich in 3 Jahren gemacht habe. 32 Bonbons, momentan laufe ich mit kaum Anlad rum, aka Adam. 210.254 Schritte und 16.413 Kalorien verbrannt. Nicht schlecht, aber leider nicht genug. Leider nicht genug. Man kann immer mehr Staub machen, aber ich freue mich auf morgen. 22 Uhr, da ist es vorbei und da kann ich erstmal chillen. Alter, ich setze mich mal hin. Wir haben ein paar 5er-Eier am Start. 3-4 Stück oder sowas. Können wir uns mal gönnen. Gib mir 100er Hippo, Mann. Morgen? Nee, morgen ist Dienstag. Leider noch. Übermorgen. Übermorgen, Event ist zu Ende. Donnerstag ist wieder Nestwechsel. Übermorgen habe ich einen Tag Zeit, Hippos im englischen Garten zu farmen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Heavy Check. Oh, 96er. Leider, weil ich habe schon einen 96er. Mal schauen, ob der besser ist, aber 100er hätten wir uns schon gerne gegönnt. Schade, schade, schade. Ist Sternstück noch an? Ich hoffe, Sternstück ist noch an. Verbosse, okay. Sternstück ist noch an. 5900 Staub. Und. Zilla, leider nicht shiny. Leider. Ich glaube, das war's. Oh, no. Ein Überraschungsei. Und Angela. 100er würde ich mir schon gönnen. 12,32 ist aber nicht 100. Nee. Da ist das Shiny des Tages, Leute. Shiny Haspilon. Ach komm. Goldene Berge für jedes Shiny. Ich habe ja so viele jetzt vom Suicune Raid Day. Shiny Haspilon. Der Shiny des Tages. So muss laufen. Jeden Tag ein Shiny. Und drin. So. Haspigor. Sogar erst mein zweiter. Ich hatte auf Krampf einen bekommen damals noch, wisst ihr noch? Mann, das war ein harter Kampf. Und jetzt mein zweiter. Ganz easy, ganz gechillt. Ich check mal einen Zehner, ja. Zehner sind echt enttäuschend. Was kommt da alles raus? Tarn, Bummels. 500. 494, mein bester. Trotzdem schlecht. So nah und trotzdem so schlecht. 93er. 1, 2 Ei noch für euch. Ist aber ein normaler 2 Ei, kein 7er 2 Ei. Ja. Vielleicht haben wir noch ein Ei. Wir haben tatsächlich noch ein Ei. Hätte ich nicht damit gerechnet. Und. Juhu.
Ende der Woche, Freitag, startet das Wasserfestival. Das war's aber. Oh Mann, ey. Gerade in einen Zuschauer gelaufen. Grüße gehen raus an den Zuschauer und Freundin aus Frankfurt. Hat mich gefreut. Also ihr könnt mich immer anquatschen. Auf jeden Fall. Vielleicht so ein Hinweis, wo ich immer bin. Also nicht, dass ihr mich dauerhaft stalkt. Also ich bin meistens, falls ihr mich irgendwie treffen wollt, Odeonsplatz, Stachus, Marienplatz, Sendlinger Tor, genau. So innenstadtmäßig, das ist so die Farmgute. Da habt ihr sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, falls ihr mich unbedingt sehen wollt und irgendwie gerade in München seid. Also da kann ich sagen, sind die Chancen am höchsten. Andere Sache, ich bin in so eine Frau gelaufen, die so, hey, do you speak English? Ich so, yeah, sure. Dann zeigt sie mir so ihr Kleid mit so japanischen Schriftzeichen. Ich so, yeah, I speak English, but not Japanese, man. Richtig rassistisch, Alter. Und noch eine Sache, aber die erzähle ich euch gleich, weil hier sind zu viele Menschen. So, wir sind wieder zu Hause, Leute. Der letzte Tag vom Staubbonus läuft, würde ich sagen, aber bei dem Unwetter läuft, glaube ich, gar nichts. Ich werde natürlich trotzdem am Start sein. Heute 21 Uhr sind wir live. Schaut vorbei im Livestream, die letzte Stunde vom Staubbonus Revue passieren. Ihr könnt vorbeischauen, euer Fazit, eure Ausbeute dann mit uns teilen. Und um 22 Uhr gibt es eine große Ankündigung. Große, sag ich mal. Ankündigung von Antic. Wer das nicht mitbekommen hat, die letzten Tage hat Antic auf Twitter so eine Art Countdown gepostet. So eine Art Stern und der Stern ist jedes Mal runtergegangen. Und heute um 22 Uhr wäre er bei 0. Wir haben ein Sternbild gepostet. Und wenn man Malen nach Zahlen macht, kann man daraus Jirachi erkennen. Dementsprechend, ich denke mal, heute Abend kommt Jirachi, beziehungsweise die Jirachi Curse für alle. Weil alle, die beim GoFest jetzt waren, Dortmund, Amerika und Japan, die haben bereits Jirachi, so wie ich. Meins ist übrigens sehr schlecht, aber der Rest der Welt halt noch nicht. Und ich denke, heute kommt einfach die Jirachi Curse, also nichts allzu Besonderes. Aber wir sind ja eh live und wir werden es dann erfahren, was da kommen wird. Und apropos Twitter, Kollege TZ hat eine krasse Leistung gebracht. Ich muss jetzt mal ganz genau nachschauen, wie viel das war. Und zwar ist er in dieser Woche 452,4 Kilometer gelaufen. Gebt euch diese Summe. Hat auf Twitter gepostet, ist für Pokémon Go-Verhältnisse relativ viral gegangen. 179 Retweets und 1631 Likes. Eine echt krasse, starke Sache. Etwas auf jeden Fall für die Pokémon Go-Rekordbücher. Das hatte ich hier mal gepostet. Montag 73.000 Schritte. Dienstag 90.000 fast. Mittwoch 91.000 fast, Donnerstag 94.500 Schritte, Freitag 86.000, Samstag 87.000, Sonntag 90.000 Schritte. Heftige Leistung, das hat er hier auch irgendwo geschrieben, im Schnitt pro Tag 64,5 Kilometer. Es gab mal Wochen, da habe ich das in der Woche gerade mal so gemacht. Ich kenne viele, die machen nicht mal in der Woche die 50 voll, und er hat das an einem Tag gemacht. Ja, Grüße gehen raus an TZ. Check das Interview ab, das ich mit ihm geführt habe. Demnächst vielleicht ein neues Mal. Update. Was treibt TZ so? Ich lehne mich mal ein wenig aus dem Fenster und sage, Deutschlands krassester Grinder. Falls ihr auf Twitter aktiv seid, folgt dem Jungen auf jeden Fall, weil da seht ihr ein paar echt krasse Stats dann. Und ist natürlich auch sehr motivierend. Klar sagen jetzt ein paar, ey, was ist das für ein Hobbyloser, was soll der Schmarrn und so. Hat da nichts anderes zu tun. Es geht halt darum, sich Herausforderungen zu setzen, durchzuziehen, nicht aufzugeben und die zu erfüllen. Also mich motiviert er meistens immer sehr, auch wenn ich mit ihm unterwegs bin irgendwie oder so. Wenn ich diese Leidenschaft sehe, das gibt mir auch immer so einen kleinen Schub. Also, kann nur sagen Respekt. Und wir haben noch einen Glückstausch offen. Ich nehme ja das seltenste Shiny, was du hast, Mann. Ah ja, und? Na, an sich ist es nichts allzu Besonderes, weil ich will jetzt Brandon Tan nicht so nach oben stellen, aber selbst Brandon Tan hat ihn gelobt und geschrieben, dass er mal TZ treffen will. Vielleicht noch eine kleine Sache. Heute kommt so ein klassisches Yu-Gi-Oh! Spiel für die Switch raus. Und ihr wisst, hey, ich habe jetzt über 10 Jahre Yu-Gi-Oh! Gespielt, wir hatten davon einen Yu-Gi-Oh! Channel. Ich werde es mir natürlich holen, dementsprechend auch wahrscheinlich streamen. Also so eine kleine Art Vorwarnung hier. Es wird vielleicht ein bisschen Yu-Gi-Oh! Content auf diesem Kanal kommen. Stream, Re-Uploads und vielleicht auch ein paar Stream-Highlights. Dementsprechend, falls euch das nicht interessiert, einfach wegklicken, ignorieren. Ansonsten, ich meine, wen interessiert nicht Yu-Gi-Oh!, Alter? Darauf freue ich mich echt. Ich werde wahrscheinlich heute die ganze Nacht durchzocken. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr müsst bestimmt immer liken, subscriben, kommentieren.
checkt die anderen Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, genießt den letzten Tag Staubbonus, macht nochmal ordentlich Staub und dann schaut um 21 Uhr beim Livestream vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.